So, und da wären wir beim dritten Grand Prix. Es sind leider nur 100 CCM, aber immerhin ist es dafür kein nervtötender Team Grand Prix mehr, denn den hatten wir eben. Und ich persönlich mag wirklich keine Team Grand Prix, beziehungsweise ich mag sie nicht so sehr. Ich bin ein Fan von den normalen GPs, denn was mir eben nicht so gefallen hat, sah danach aus, als hätte einer vom blauen Team sich extra hinten gehalten, um den Schock zu bekommen. Und ich finde, man muss das in so einem Fun-Room echt nicht machen. Ich fand es ein bisschen doof, die Aktion. Aber ist auch nur meine persönliche Meinung, doch sonst, ich weiß nicht, mich reizen Team Grand Prix nicht so sehr. Deswegen bin ich über diesen normalen GP jetzt auch ganz dankbar eigentlich. Und als nächstes versuchen wir es mal mit Bowser und natürlich wieder dem Bowser Bike. Ich entschuldige mich dafür, die Charakterauswahl ist, beziehungsweise die Fahrzeugauswahl, ja auch die Charakterauswahl, ist nicht so wahnsinnig groß. Ich fahre heute nur mit Bowser Bike. Das wird sich auch nicht ändern in den kommenden Parts, weil ich einfach sehr. Ich muss mich am Bowser Bike gewöhnen, weil ich damit auch in der EL fahre und darauf muss ich mich jetzt ein bisschen vorbereiten. Deswegen, lol, möge man es mir ein bisschen verzeihen, dass dann dadurch die Auswahl nicht so groß ist. Jetzt bin ich, glaube ich, über die Blue Shell rüber geflogen. Das sah cool aus. Und jetzt haben wir den ersten Platz und einen Pilz noch in Reserve, aber der Pau trifft mich. Oh, er trifft mich zum Glück nicht. Jetzt muss ich hier noch irgendwie rüberkommen. Oder dadurch den Pau ein bisschen weit nach außen gebracht habe. Das sieht sehr schön aus. Irgendwer hat jetzt den Double versucht und glaube ich nicht geschafft. Das ist eigentlich die perfekte Ausgangslage. Erster Platz, Banane zum Abwehren und ein Pilz. Jetzt muss ich es eigentlich nur noch sauber nach Hause fahren. Wobei natürlich der Schock noch durchaus kommen kann. Ich hoffe mal nicht, dass hier Max-Abonnenten so masochistisch, sadistisch sind und versuchen, mich jetzt in irgendeiner Weise herunterzuschocken. Ich finde, in einem Fun-Room sollte man nicht den ersten versuchen runterzuschocken, sondern stattdessen lieber zusehen, dass man selbst den größtmöglichsten Vorteil aus dem Blitz gewinnt, so wie aus jedem anderen Item auch. Stattdessen schaut man mich aber runter. Vielen Dank dafür. Ich find's ein bisschen unnötig. Ich hätte stehen bleiben können, ja, aber ich dachte mir, ach komm, es ist ein Fun-Room, da wird niemand zu blöd sein. Aber und unterm Strich gibt es dann leider doch Personen, die meinen, ja, Target-Shocken, das muss unbedingt sein in so einem Fun-Room. Ich persönlich finde, dass jeder stattdessen den größtmöglichsten Vorteil ziehen sollte. Aber es reicht trotzdem zum ersten Platz, also die Fairness siegt dann unterm Strich und so lässt sich das Ganze doch ganz gut angehen für diesen dritten Grand Prix. Und ich bedanke mich nochmal für den Schock. Vielen, vielen Dank. Jetzt konnte ich mich nämlich darüber aufregen. Sonst hätte ich vielleicht auch gar keine Ahnung gehabt, wie ich den letzten Teil von diesem Rennen hätte kommentieren sollen. Aber das ist jetzt auch völlig egal. Wir sind eins. Chain hat einen zweiten Platz bekommen. Und ich hoffe, dass der Schock von Maro war, denn dann gönne ich ihm den letzten Platz ganz herzlich. So, ich grüße nochmal alle, die jetzt dabei sind. Ich glaube, es gab keine personellen Veränderungen hier in dem GP. Und auf zum nächsten Rennen. Sieht ja sehr gut aus. Pilzschlucht, juhu. Also das ist irgendwie der GP aus lauter Haschstrecken meinerseits. Schikane, damit kann ich schon wirklich nichts anfangen. Aber Pilzschlucht ist dann doch echt der Super-GAU, wie man so schön sagt. Es ist wirklich sehr untypisch, dass ich auf Schikane auch ja, relativ souverän auf 1 war. Also, das hat mich selbst gewundert. Das ist eine Strecke, die ich persönlich gar nicht gut kann. Und dass dann kein anderer wirklich angreifen konnte. Hat mich schon ein bisschen verwundert, aber fand ich cool. Unterm Strich konnte ich da gepflegt meine mehr als krüppeligen Runden ziehen und dann hat's gelangt. Das wird sich jetzt auf Pilzschlucht aber natürlich anders darstellen. Zum einen, weil man hier mit Pilzen unfassbar viel machen kann. Und weil man hier auch sehr leicht runtergehauen werden kann und weil ich die Strecke, ja, ich würde sagen, ich kann sie sogar noch weniger als Schikane. Mal sehen, die Green Shell könnte da irgendwen treffen. Nein, stattdessen kam von hinten irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr in den Rückspiegel schauen. Das mache ich eigentlich, wenn ich wirklich aus Reim. Ich meine, klar, man sollte immer nur spielen, weil man Lust drauf hat, aber es gibt halt doch ein paar Sachen, die dann recht wichtig sind. Die Wolke kannst du selbst behalten. Aber wenn es um wirklich gar nichts geht, dann gucke ich eigentlich recht wenig in den Rückspiegel, weil ich irgendwie keine Lust drauf habe oder so ähnlich. So, wir bekommen das Item hier, da wurde irgendwer noch geblutet, 3 Reds und dann werde ich fast runtergeschockt. Ich hatte schon irgendwie damit gerechnet. Aber zum Glück konnte ich mich dann irgendwie doch noch an Land halten. An Land. Auf dem Pilz, was auch immer. Ja, Schubsen macht Spaß und irgendwie jetzt reicht's. Geh weg. Oder so ähnlich. Hier ist ein Max. Max fährt mit Peach.
Irgendwie fahren hier alle mit Peach. Moment, ist Robben der andere? Ne, das ist GBR Rectus. Und Dankeschön, Don. Das musste irgendwie nicht sein. Das war wahrscheinlich noch die Rache für keine Ahnung was. Und Goldpilz. Goldpilz ist gut. Da ist ein Robben. Robben ist hinter uns. Robben möchte uns wahrscheinlich jetzt ärgern. Aber mit einem Goldpilz bin ich schneller und jetzt ziehe ich einen ganz tollen Blooper auf den 9. Platz. Und Robben wird groß geschockt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Oh, das war ein bisschen spät, die Entscheidung. Aber das Item muss ich hier an der Stelle unbedingt bekommen. Ah, der Stern ist tödlich. Auf der Strecke. Ah. Okay, ich habe das irgendwie überstanden. Vielleicht können wir jetzt noch den einen oder anderen überholen. Oh ja, das sieht sehr gut aus. 5. Platz. Wenn man sich so die letzte Runde ansieht, dann ist das doch überraschend, möchte ich meinen. Robben wurde also der Schock, dann Blooper, dann der Schock, dann ein Stern. Und diese Sterne sind wirklich wahnsinnig gefährlich über der großen Schlucht. Da kann man so leicht runterfallen. Aber unterm Strich, ein 5. Platz ist sehr schön. Und ja, die Führung mussten wir leider abgeben in der Gesamtwertung an Reto. Mit 25 Punkten ist er jetzt auf dem 1. Platz. Aber 22 sieht ja auch noch ganz in Ordnung aus. Gucken wir mal, was die nächsten beiden Rennen jetzt noch bringen. N64 Bowsers Festung. Ich zähle nochmal runter zum Synchronschneiden, falls es denn da notwendig ist. 3, 2, 1, go. Wo ich gerade schon go gesagt habe, das ist ja das, was erscheint, wenn ich mit meinen Texture Hacks fahre. Die habe ich heute mal ausgelassen. Weg da. Weil mir ja der gute Boosty das gemeint hat, ich soll doch mal im nächsten Part wieder ohne fahren, weil ich, wow, ohne besser fahre. Dankeschön, Jay. Da hat er auch recht, aber ich glaube, in meiner Verfassung macht es keinen Unterschied, ob da noch Deckshakes drin sind oder nicht. Aber ist auch völlig egal. Ich möchte auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass ich eben mal das Originalspiel zeige in all seiner Schönheit. Manchmal eben halt mal ein paar andere Sachen mit Hilfe der Texturen. Ich denke, das ist insgesamt so die beste Variante. Und wir sind jetzt hier auf N64 Bowsers. Autsch. Auf N64 Bowsers Festung. Da ist schon wieder ein Stern von hinten. Da ist ein Robben, den ich irgendwie versuche gegen die Wand zu schubsen, was mir aber leider misslingt. Das ist ein Bullet. Oh mein Gott, Max. Gott, schon mal auf dem 6. Platz. Das ist hervorragend. Und was mich schon gewundert hat, ist, dass jetzt RBC, beziehungsweise N64 Autsch, Bowsers Festung dann doch so spät erst drankommt, denn es ist ja eigentlich so ziemlich die beliebteste Strecke. Es variiert natürlich mal. Es gab eine Zeit, in der wurde zum Beispiel Rennpiste total. Was ist das? Hallo Don. Lol. Wieso habe ich jetzt auf einmal eine Wolke? Ich verstehe langsam die Welt nicht mehr. Also es ist. Die Strecken, die gehypt werden, die variieren ja meistens, aber es gibt schon so ein paar Favoriten wie Tots Fabrik oder auch Rennpiste. Und die Serie gehört eben auch eindeutig dazu. Insofern hat es mich dann doch gewundert, dass es sehr lange gedauert hat, bis sie dran kam. Robben könnte den Schock jetzt haben, dann würde er nämlich vermutlich nach den Items schocken, deswegen mache ich den Kugelwilli einfach mal an. Ich glaube, er hat den Schock. Ich glaube schon, er zieht nicht. Nee, er hat keinen wirklichen Boost hinten. Wenn man hinten auf die Peach achtet. Obwohl, ich glaube, jetzt hat er vorgezogen. Kann sein, dass er nicht hat, aber es sah nach einem Schock aus. Ich glaube, war ganz gut. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich den Bullet, den Kugelwilli angemacht habe. Da kommt der Schock. Nein, die Peach hat sich gedreht. Okay, er hat ihn nicht. Schade, hätte ja klappen können. Aber mein Gespür für die Blitze habe ich ein bisschen verloren. Was sehr schade ist, aber es gab mal eine Zeit, in der ich wirklich sehr gut darin war, die Schocks vorher zu bestimmen. Es ist mir sehr oft gelungen, vom Gegner zu dodgen, beziehungsweise ja auch im Allgemeinen halt im Team zu helfen, in Clan Wars. Aber es ist ein bisschen verloren gegangen, weil ich auch meinen Spielstil etwas abgeändert habe. Und ich mag es nicht mehr. Das ist jetzt schade. Aber vielleicht kommt jetzt noch ein Schock, das wäre ganz lustig. Cut kann ich noch ziehen, das ist auch sehr erfreulich. Und wow, jetzt habe ich einen Pilz auf 3, der wirft seine Red Shell, das ist auch schön. Vielleicht können wir den irgendwie runterkicken. Ich glaube, das hat geklappt, oder? Oh, ich bin gemein. Oh, Blue Shell kommt. Das ist hervorragend. Wenn jetzt nichts passiert, wenn ich jetzt nicht runtergeschockt werde, dann sieht es ganz nach dem 1. Platz aus. Okay, ich glaube, das war ein Versuch, mich herunterzuschocken. Oder irgendjemand hat ihn bekommen und direkt aktiviert. Jetzt kommt Reto nochmal von hinten. Das könnte spannend werden. Pause jetzt nicht so schön. Ja, der ist groß, der wird mich überholen können. Nein, kann er nicht. Warum auch immer. Ich glaube, er hat sogar den SC gefailt am Ende. Jedenfalls sah es so aus, als wäre er runtergeflogen. Aber es ist ein 1. Platz, das ist sehr schön.
Gerade Forreto, der ist ja im Moment unser größter Konkurrent hier in diesem Grand Prix. Und dann ist es ein hervorragender erster Platz. Und ich meine, das war gar nicht mal so schlimm wie die vorherigen Rennen. Also fahrerisch ist, glaube ich, eine kleine Steigerung jetzt da gewesen. Wenngleich das immer noch weit weg von meiner Normalform ist. Aber sieht gut aus. Wir sind 8 Punkte vor dem restlichen Feld. Und wenn wir jetzt im letzten Rennen 8 Punkte machen, was, glaube ich, der dritte oder vierte Platz wäre, dann hätten wir den ersten schon mal sicher. Also es sieht doch recht gut aus für einen Erfolg. Kumuweide. Ach, wie schön. Ich sehe es jetzt erst. Das ist wahnsinnig toll. Ich freue mich, denn ich habe die Strecke gewählt, weil ich Kumuweide irgendwie liebe. Das erinnert mich an meine Heimat Niedersachsen. Und da gibt es auch viele Bäume, viele Kühe und andere freilebende Tiere und sonstige Dinge. So, hier sehen wir mal eine alternative Strat auf dieser Strecke, die meistens sehr, sehr erfolgsversprechend ist. Es ist ziemlich Bums, was man, oder auch Bums egal, je nachdem, wie man es gerne hätte oder so ähnlich. Ich laber viel Scheiße. Man möge es mir verzeihen. Es ist ziemlich egal, wie man hier auf dieser Strecke fährt, die ersten 2 Runden. Man sollte versuchen, sich möglichst ein gutes Item vorne zu halten, aber ich denke mal, das ist ohnehin ein Tenor, der für jede Strecke gelten sollte. Wir haben den Stern, was hervorragend ist, denn den können wir gleich durchchainen. Der Stern ist ohnehin eigentlich das einzige Item, das man wirklich richtig gut durchchainen kann. Und mit ein bisschen Glück bekommen wir den Schock. Das ist leider der Goldschuh. Was heißt leider? Goldschuh ist ja prinzipiell. Klasse. Der Goldschuh ist ja prinzipiell nicht schlecht auf der Strecke, aber wenn der Schock kommt, hat man halt doch ein Problem. Deswegen halte ich mich dann doch lieber ein bisschen hinten. Mit dem Goldschuh kann ich nicht so viel anfangen auf der Strecke. Jetzt kommt er mir aber ganz gut gelegen, denn damit finde ich den Anschluss zum Feld, wollte ich gerade sagen. Kann er das nächste Item mitnehmen? Der Schock, der jetzt kam, war ein bisschen blöd. Aber wenn wir jetzt vielleicht einen Stern oder einen Goldschirm ziehen, dann ist hier noch ein vorderer Platz drin. Das würde ich so schnell hier nicht abschreiben. Gucken wir mal, Goldschirm vielleicht, ja, ein Stern. Ist aber eigentlich auch genauso gut. Nehmen wir das nächste Item noch mit und könnte hier sogar der Kugelwilli sein, also. Ah, wenn wir es bekommen würden, wenn wir es bekommen würden. Ja, jetzt bekommen wir es nicht. Ich muss zurückfahren. Goldpilz und viel werde ich nicht retten können. Ich glaube nicht, dass das zum Sieg reicht. Jetzt kommt sogar noch ein Schock und mein Rennen ist dann wirklich auf gut Deutsch gesagt im Arsch. Aber ist auch meine eigene Schuld. Wenigstens hier nicht den letzten mitnehmen. Doch, ich glaube, nein, es ist der 10. Platz und damit sind es dann, glaube ich, nur 38 Punkte und wir dürften den GP nicht gewonnen haben. Ja, so sieht es aus. Chain ist leider Zweiter geworden. Damit ist es nur der zweite Platz, den wir uns mit Reto teilen müssen. Ist schon bitter, denn mit 4 Punkten mehr, also auf dem 6. Platz, wäre ich der GP-Sieger geworden. Aber es war natürlich schon ein bisschen blöd mit den Schocks. Aber wer so blöd gegen Kuh fährt, hat es auch nicht anders verdient, denke ich. Dennoch ein netter GP und dann freue ich mich auf hoffentlich den nächsten, wenn es ihn noch gibt. Ansonsten verabschiede ich mich. Aber ich denke mal, dass Max noch Lust hat auf einen weiteren Grand Prix.